Und damit willkommen zurück zu Let's Play Northgard mit dem Eber-Clan. Ja, und wir haben jetzt hier schön mit einem Nachbarn zu kämpfen, der genauso gerne Land hätte wie ich. Aber hey, ich meine, ich kann auch mit dem, was ich habe, zufrieden sein. Könnte ich. Ich bin ein Mensch und Menschen sind nie zufrieden mit dem, was sie haben. Nennt man auch First World Problems. Selbst wenn man eigentlich keine Probleme hat, entwickeln sich wieder neue. Das ist sogar ganz normal in der menschlichen Gesellschaft. Menschen sind eigentlich von Grund auf biologisch so gestrickt, dass sie immer mehr anstreben, beziehungsweise, dass sie immer irgendwas haben, was sie haben wollen. Haben, was sie haben wollen. Also, dass sie hier Dingens immer irgendwelche Bedürfnisse haben. Schneller heilen. Aber ist kein zusätzlicher Slot frei, oder wie ist das jetzt? Steine haben wir hier nochmal. Das muss ich dann auch noch bauen. Ich glaube, ich werde... Der Ruhmsieg. Will ich auf den Ruhm spielen? Ich meine, dann könnte ich nämlich mit dem Altar der Könige, wenn ich den dann baue... Ich meine, mein Clan hat ja den besonderen Bonus, dass der extra doppelten Produktionsbonus hat. Und das ist durchaus nicht... Oh! Oh, ne. Das gefällt mir überhaupt nicht. Komm, mach den Axtwerfer tot und weg. Ich bräuchte selbst einen eigenen Kriegshäuptling. Komm, wir machen nochmal ein Festmahl. Mit einem eigenen Kriegshäuptling würde das besser laufen. Den Angriff der Kriege. Den Angriff der Axtwerfer um 10%. Oh ja. Aber ich glaube, ich hätte doch lieber erstmal den Kriegshäuptling. Wir haben auch kein Eisen dafür. Okay, dann werten wir auf und machen noch einen Axtwerfer dazu. Ich spezialisiere mich gerade ziemlich drauf. Ich mag Axtwerfer. Ich glaube, ich werde jetzt einen verlieren, aber ich kriege den Kriegshäuptling kaputt. Ich habe sogar zwei verloren. Lass du mal an, Junge. Du bist nicht die Opfer gebracht, um jetzt alle zu verlieren. Freyas Segen. Helheim-Tore macht keiner. Oh, hi, was bist denn du? Ja. Ist ja gut. So ein Bergwerk hier unten könnte eigentlich auch nicht schaden. Ich habe wirklich so gut wie kein bisschen meine Ruhe, oder? Oh Gott, gerade Schildknappen. Mein Nemesis. Aber ich mache immer, selbst gegen die machen jetzt noch halbwegs gut Schaden. Ich glaube, mehr Heilgeschwindigkeit könnte auch nicht schaden. Gegnerische Axtwerfer. Warum? Oh Gott, die haben mir das Gebiet abgeluchst. Ja gut, okay, ich war eh nicht zufrieden damit. Was wir aber machen können, ist Verteidigungstürme bauen. Und zwar ziemlich weit hinten, weil das Thema hatten wir schon mal, die können über das gesamte Gebiet feuern. Weiter hinten, desto besser. Komm, nochmal fest mal. Jetzt wird hier hausiert. Wäre Haus hier persönlich da. So, und hier mache ich auch ein Türmchen. Dann bin ich hier wenigstens schon mal gesichert. Will mich trotzdem gerne noch weiter ausbauen. Du bist eine Dorfbewohnerin, du gehst einfach fischen. Du gehst zum Stein der Weisen. Ich könnte nämlich echt noch ein bisschen mehr gebrauchen. Der Olaf hat Freyas Segen erhalten. Olaf? Tut mir leid. Aber so geht das nicht. Denkst du vielleicht auch mal an die Kinder? Verdammt nochmal. Du herzloses Schwein.
1 von 3. Hier kriegen wir halt auch noch gut Gebäude rein. Oh, stimmt, da war ja was. Du bist mal ein Bauer und reparierst mehr. Du reparierst auch. Ihr habt euren Spaß, das ist gut. Gleich hier unten reparieren, bitte. Gut, läuft noch. Unsere Krönz sahen auch schon mal besser aus. Der lässt auch nicht locker, ne? Meine Axtwerfer sind viel tollerer als eure. Forschung! Angriff der Zivilisten, nicht militärische Einheiten. Eure militärischen Einheiten sind im Winter nicht mehr geschwächt. Das ist durchaus nicht schlecht. Die Milz. Miliz. Das ist langsam knapp. Wir haben auch keine Heilung hier. So, ein heilkundiger Meister ist trotzdem nicht schlecht. Und aufwerten will ich das kurz und lang trotzdem noch. Plus 3 Zufriedenheit hört sich nicht schlecht an. Nahrungsverlust im Winter ist jetzt gar nicht gekommen. Mach mal die Zufriedenheit. Hier passt nicht mehr hin. Hier könnten wir jetzt dann gleich noch schön Stein abbauen. Nein? Ja. Leute. Wirklich. Das ist immer wieder blöd, ey. Unser Angriff hat negative Auswirkungen. Ja, Entschuldigung, wer hat zuerst angefangen, sich hier aggressiv auszubreiten? Gut, ich hab den Initiativschlag gemacht, aber trotzdem. Ich kenne die KI hier. Ich habe nur angegriffen, bevor sie angreifen konnte. Angegriffen. Hohoho. So, wer auch immer gebaut hat, bitte auch gleich Bergwerken. Nein, nicht schon wieder ein Häuptling. Ja gut, so viel zum Angriff hier. Wenn er will, kann er mir ruhig folgen. Dann guckt er doof. Ich habe nämlich Verteidigungstürme. Bin ich vorbereitet. Ich glaube, was Forschung angeht, bin ich tatsächlich auf einem guten Weg, oder? Ruhm sieht nicht sehr gut aus. Was das angeht, aber noch ausbaufähig. Durchaus. Aber erstmal bräuchte ich Grünz. Dann mache ich hier meinen Marktplatz hin, ne? Marktplatz kann ich nämlich an- und verkaufen. Und ich kann auch ein paar Grünz zusätzlich verdienen. Warum nicht? So, da ist aber jemand. Uiuiui, da ist aber jemand. Der ist sehr aggressiv. Das nervt mich schon, dass der so. Na gut. Vor allem muss ich mich mit dem zufrieden geben, was ich habe. Aber weißt du was? Ich hau jetzt mal auf den Dorfbewohner drauf. Ich krieg nur noch tot. Bitteschön. So. Hier kommt mal mit rüber. Zumindest 2 Leute sollten den Marktplatz bitte besetzen. Doch bei auch gerne nach Frankreich rüberschielen. Ja. Verkaufen können wir nicht, oder? Das ist nur kaufen. Schade. Aber gut.
Hallo, Dorfbewohner. Tschüss, Dorfbewohner. Komm, den krieg ich. Nein, ah, nur unter eigener Verlust. Ich dachte, ich krieg den noch. Komm. Oh, Fug, Doppelkill. Was hätte besser laufen können? Ja, hat er recht. Auch mehr Axtwerfer. Und weshalb mache ich noch einen Ablenkungsangriff? Ja, gehst du mal bitte weg? Genau, kalte mal ein bisschen durch die Gegend. Wenn der Gegner meint, hier so aggressiv sein zu müssen, dann wird das bereuen. Haha. Nee, nee, nee. Glaub mir nicht, dass du damit durchkommst. So. Den habe ich weg, bis er geheilt ist. Vergeht ein bisschen Zeit. Wir brauchen vor allem neue Heiler. Drei Zivilisten. Na komm, die besetzt gleich mal wieder hier. Machen wir gleich mal ein Festmahl, dass es wieder schön losgeht. Ich habe gerade gut zu tun, ja. Du hier aus. Lässt sich nicht bestreiten. Oh, jetzt reicht's langsam. Ich glaube, ich werde... ich vergesse immer wieder den Charge. Derzeit verhärten sich hier die Fronten. Irgendwie kommt keiner so richtig voran von uns beiden. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Rest hier. Der dritte ist es nicht mal. Wir haben noch vier weitere neben dem. Oh Gott, der drauf... verdammt, das ist nicht gut. Obwohl, hier haben wir einen Turm. Aber hier kommen gleich zwei. Das ist irgendwie alles doof gerade. Jetzt kommt gleich der Draugerangriff. Hier unten können wir uns schwer verteidigen. Komm, geht mal da runter. Der Turm dürfte das eine hinkommen, hoffe ich. Obwohl, teilt euch auf. Einer geht runter, einer ist oben. Oh, die tun weh. Komm, kaltet ein bisschen. Das haben wir sogar hinbekommen. Ach, die Jäger haben sich mit ihren Bögen verteidigt. Die verteidigen sich aktiv mit ihren Bögen. Das ist nice. Oh Gott, nee. Und jetzt kommen auch noch die Roten. Was bekommen wir mit dem nochmal? Oh ja. Nee, ganz im Ernst, das ist richtig kacke. Verdammt, die können nicht einfach mein Ding übernehmen. Okay, ganz knapp, wo wir verhindern können, aber... Ja, ich wollte eigentlich nicht alle bewegen. Bewegt euch weg, bewegt euch weg, bewegt euch weg. Lasst die ihn angreifen. Sehr schön. Shit, 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 shit. Nein! Jetzt greifst du mal an! Ja, super. Jetzt müssen wir es uns zurückkaufen. Aber wir könnten es wieder retten. Dass die unbedingt jetzt kommen mussten, ne? Komm, wird wieder besiedelt, wird repariert.
Dann werden die Verteidigungstürme aufgebaut. Wir müssen Vorbereitungen treffen, falls sie nochmal vorbeikommen wollen. Wir haben ziemlich viele unangenehme Nachbarn. Hier, da kommt die da oben schon wieder. Jetzt haben wir hier Axtwerfer. Verdammt, das gibt es doch nicht. Das ist gerade echt unschön. Gut, wir spielen auch schwer, was habe ich erwartet? Ah, super. Jetzt verliere ich das Gebiet doch wieder. Ich habe einfach nicht genug Grünz. Ich kriege nicht genug Grünz rein. Ich habe zu viele Gebäude in Standhaltungskosten. Beziehungsweise zu wenig Bewohner im Vergleich. Im Ausgleich dazu. Verbrannte Erde und so. Hinterlassen wir wenigstens nichts. Und jetzt haben wir dann Plus. Wenigstens das. Irgendwie wird das gerade nicht groß besser. Heilkundiger verliere ich auch immer mehr. Wenn ich wenigstens das Geld zusammenbekommen würde, um endlich mein Langschiff-Dock zu bauen. Ich könnte tatsächlich ein Haus abreißen. Wenn der Steinbruch fertig ist, könnte ich hier auch noch ein Haus hinhauen. Ja komm, dann machen wir das Haus hier weg. Machen ein Langschiff-Dock hierher. Weil das ist noch eine sehr gute Möglichkeit, Kunst zu verdienen und nebenbei gleich noch ein bisschen Ehre mit beizubringen. Beziehungsweise Forschung. Aber ich glaube, Forschung ist die Frage. Wollen wir weiterhin auf Ruhm gehen oder? Na. Der Hirschclan ist gerade der gefährlichste von allen. 12. Ich glaube, wir können. Einzige, worauf wir hoffen können, ist tatsächlich ein Forschungssieg. Ruhmsieg ist viel zu weit entfernt. Da liegen wir einfach zu weit nach. Es ist da einzuholen, wird viel zu schwierig. Wir müssen gucken, dass wir da voranpushen und noch irgendwie einen Weisheitssieg reingedroschen kriegen. Bitte für Wissen, bitte gleich aufwerten. Dann bringt mir Krönz und Wissen. Raubzug starten. Die guten alten Rentner-Wikinger, ne? Speer. Gute Idee, da brauche ich auch noch welche. Hi. Komm, reparier mal. Ist mal weg. Komm, greif an. Ich glaube, mir ging es wirklich schon mal besser. Habe ich das schon mal erwähnt? Jetzt brennt das Gebäude hier. Ich habe niemanden gerade da. Doch, da. Wo ist mein Axtwerfer? Da. Du gehst mir mal zurück und versuchst mir wieder das Gebiet zu holen. Das ist essentiell. Ich brauche diesen Bauplatz einfach. Ansonsten habe ich echte Probleme. Also mehr als ohnehin schon. Mit Pech holt sich jetzt der Hirschclan den Ruhmsieg bald. Hm.
Ah ja, stimmt, ja klar. Walter, Freya, ja klar, für jeden Segen, den wir frei haben. Freya. Oh, natürlich wird ein Kriegshäuptling. Die kommen ja in Massenproduktion hier raus die ganze Zeit. Das ist ja Wahnsinn. Freya, Schneesturmabzug. Ja gut, das ist jetzt nicht... Jawohl, doch, klar. Ist schon wichtig, wenn wir wieder einen haben. Aber dazu gibt es keinen Schneesturm. Kuckuck. Er kann auch nicht an allen Fronten gleichzeitig sein. Da hat sich bestimmt gleichzeitig noch mit gegen Grün am... jetzt bin ich auch schon Wirbel da. Das ist bestimmt gleichzeitig auch noch mit Grün am Kämpfen. Von daher... Haben wir einen Speer? Ne, wir haben immer noch keinen Speer. Komm, macht mir Speer, bitte. Hier sind wir durch. Sehr schön. Dann können wir hier jetzt wieder das Haus aufbauen. Ist gut, geht. Geh einfach weg. Ich brauche ein Haus. Da. Ich glaube, das ist tatsächlich das nächste, was ich mache. Dafür brauche ich aber erstmal Eisen. Dafür brauche ich wieder einen Marktplatz. Verdammt! Ich drehe mich im Kreis. Was ist das hier überhaupt? Thors Zorn. Ein uraltes Machtzentrum gewährt militärischen Einheiten einen Angriffsbonus von 5%. Gemein. Hätte ich auch gern. Du hast echt nichts zu tun, Speer. Ja, dann mach wieder was Sinnvolles. Beispiel auch heute. Holy! Oh oh. Ich werde gerade effizient überrannt, weil ich keinen Verteidigungsturm da oben gebaut habe. Shit! Ja, das war's. Wir werden überrannt. Was soll ich tun? Wir haben an zu vielen Fronten gleichzeitig kämpfen müssen. Ne, ich kann nichts mehr tun. super. Ich kam ja auch nicht dazu, einen Kriegshäuptling zu bauen. Da war nichts mehr. Ja, unsere erste Niederlage in Novgard. Es lag nicht mal... Ja gut, wir haben einfach mit zwei Leuten gleichzeitig kämpfen müssen. Das war ein bisschen zu heftig. Ich hätte einen Verteidigungsturm reinbauen sollen in das Gebiet. Aber bis jetzt hielt ich es einfach nicht für notwendig und hielt es für Ressourcenverschwendung. Ich habe halt gepokert. Ich habe halt gepokert, dass es ohne Verteidigungsturm an der Stelle geht. Man weiß noch nicht mal, wer jetzt eigentlich gewonnen hätte. Aber wahrscheinlich der Hirsch-Clan auf lange Sicht. Ja, das war's dann schon. Gut, ich würde mal sagen, das reicht auch so als Einsicht in Eber-Clan. Wir wissen ja jetzt schon, was ist. Ansonsten ist es ja auch nicht so viel anders als mit den anderen Clans. Das sind halt kleine Nuancen, die gesetzt sind im Unterschied. Und dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir höchstwahrscheinlich den Feldzug spielen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum Let's Play. Des Feldzugs.